Ja, André Büchel, jetzt stehen wir hier. Wir haben einen gewissen Teil von dem filzigen Weg hier eben geschafft. Also, da kann man nicht mehr fahren. Ist hinterher auch ein Fahrverbot von dem Tanzplatz her, von dem Parkplatz her. Ich glaube, mit Vorzug fährt man schon gleich dort her. Weil wenn man von Kobelwald herkommt, glaube ich, muss man länger laufen, oder? Man muss von unten rauf laufen und der Weg ist viel schlechter. Aber du musst sicher 20, 25 Minuten, je nachdem wie du zu Weg bist, musst aufrechnen. Von oben runter kommst du in 5 Minuten. Da kannst du auch mit Kinderwägen. Allerdings, Kinderwägen können wir nicht in die Höhle mitnehmen. Man sieht dann auch später, warum. Am besten da oben parken und das Kind mit reinlegen. Die Kinder können gut selber laufen. Das heisst, das wäre jetzt der Platz, da, wo man dann eben den Kinderwagen würde platzieren würde? So. Genau. Und auch die Rucke tragen. Weil du kannst keine Rucke tragen in der Höhle nehmen, weil du gebückt läufst. Oh, oh, oh. Darum willst du mir einen Helm anlegen, mit dem Kopf oben in Anschlag. Unbedingt. Schauen wir, schützen wir deinen Kopf. Ganz sicher. Und jetzt gehen wir hier miteinander runter. Ich filme dir vorhin mal filmen. Wie viele Tritte sind das? 50. 50 runter und 50 auf. Also bist du schon fit. Ah. Und als Tipp zum WC hat es noch mal 25. Also wenn du bei uns bist, dann hast du richtig Muskeln. Und du machst das nicht das erste Mal? Nein, ich bin jetzt schon das 13. Saison. Bin ich jetzt home. Höhlenwartin bin ich seit 4 Jahren. Aha. Ah, da gibt es eine Höhlenwartin? Ja. Was ist denn deine Aufgabe als Höhlenwartin? Also ich bin für das laufende Geschäft verantwortlich. Wir haben 20 bis 25 Höhlenführer und Führerinnen, die auch immer wieder neue zur Ausbildung kommen. 4 dieses Jahr wieder. Die bilde ich aus. Ich schaue auch, dass alles läuft. Ich bin auch selber home. Gerade unter der Woche, wo du anmelden musst, von Montag bis Samstag, da bin ich home. Das heisst, du bist Chefin über 50 Tritt zur Höhle, über 25 Tritt zum WC, über 128 Meter in der Höhle rein. Rechte Verantwortung, gell? Viel Tritt, gell? Ja. Nehmen wir es mal, unter beide. Okay. Freu mich, gehen wir. Super. Ich natürlich hinter dir. Sehr gut, gehen wir gleich. Andrea, wie viele Tritte haben wir jetzt schon? Die Hälfte. 25. Aber da sollte man stehen bleiben, nicht? Das ist das erste Mal wunderschön ins Rheintal, bis ins Österreich. Das sind die ganzen Dörfer dahinten. Wir sind hier richtig in einem schönen Aussichtsbalkon. Also, da muss man eindeutig stehen bleiben. Du bist eigentlich noch eigenartig. Eine Gruppe hat er heute abgesagt wegen dem schlechten Wetter, gell? Ja, das war eine Lehrerin, die ein bisschen pessimistisch das gesehen hat. Aber bei uns wechselt das Wetter recht schnell. Einfach auch auf unserer Homepage schauen, wenn wir Hochwasser hätten, steht das nämlich dann. Das ist nämlich, wenn wir viel Regen haben. In der Höhle drin? Ja, das kann passieren. So 7-8 Mal, je nach Sommer, haben wir die Höhle beschlossen oder nur zur Hälfte. Hoppla, ich bin gespannt. Also dann nehmen wir die nächsten 25 wieder in Angriff. Gehen wir. Treppen geschafft. Jetzt sind wir bei unserem Höhlenwarthütli. Was machst du so? Das ist unser Schaukasten. Da hast du den ersten Vorgeschmack, was dich so in der Höhle erwartet. Gut, das spiegelt jetzt bei mir durch alles, gell? Ja. Und du so glänzend erzählst so. Und du hast vorher gesagt, ist es nicht gar alles so, wie es sonst ist. Da oben hast du gesagt, da sei noch ein Kiosk hier oben. Genau, jetzt sind jetzt nur wir hier. Genau. Aber wenn wir am Sonntag offen haben oder an der Viertag, auch wenn Gruppen kommen, haben wir hier Getränke, Snacks, einfach einen kleinen Kiosk, wo man verweilen kann. Und dann kann man sich hier auch verweilen, gell? Also, ja. Ist natürlich wunderschön, gell, da? Mit eben dieser schönen Sicht hier ins Tal haben, oder? Genug Platz für sicher 40, 50 Leute. Braucht auch manchmal, wenn wir richtig viele Leute haben, kann passieren, dass da komplett voll ist mit Besuchen. Ist wunderschön, wenn so viele Leute Freude haben an unserer Höhle. Du, Andrea, was ist das für ein Bach da unten? Das ist unser Höhlenbach, der verlässt hier unsere Höhle. Und wenn richtig viel Wasser kommt, kommt es waagerecht rausgeschossen. Das donnert bis da rauf. Das hörst du bis zum Bachplatz rauf. Ja, aber hey, hallo, muss ich denn da irgendwie, sagen wir mal, Angst haben, dass ich da, wenn ich mit der Kamera reingehe, von einem so Bach fast überfallen werden? Nein, glaube ich nicht. Jetzt hat es ein bisschen geregnet, der Bach ist jetzt lebendig, der ist voll. Aber wenn es richtig viel kommt, dann sperren wir die Höhle zu. Du musst gar keine Angst haben. Wir haben gesagt, dass die Leute nicht reingehen, wenn es gefährlich wird. Also nichts mit Neoprenanzug und so? Für uns nicht, für andere schon.
Ja, liebe Leute, während der Andrea jetzt einen Helm holt, da oben also 25 Tritt aber eben zu den Toiletten. Und ich weiss nicht so recht, also wahrscheinlich sieht man unten der Höhlenwacht dann noch ein bisschen besser. Würde auch empfehlen, vielleicht, wenn ihr da seid, mal auf die Toilette zu gehen. Jetzt ist Andrea sicher da, schon irgendwie auf. Ja, Gott. Sie ist schon voll parat, hat mir einen Helm gerüstet. Ist orange, deine Farbe. Ja, und passt er dich, der Helm? Der passt. Gut. Sperren wir noch zu. Ist denn oben noch heikel mit etwas klauen und so? Habt ihr auch schon so Frevler gehabt? Oder, ja, das meiste, das schon, was Lampen werden geklaut, leider. Oh, oh. Uhren. Aha. Und am häufigsten WC-Papier. Aber das ist gut. Ich sage immer, wenn einer da Not hat, dann soll er gerne für uns mitnehmen. Und welcher Helm ist jetzt mir? Das ist jetzt deiner. Kann man hinten verstellen. Wir haben für alle Besucher Helme. Es ist nicht Pflicht, aber wir empfehlen es, gerade wenn jemand ein gebückt Laufen Probleme hat oder sehr gross gewachsen ist. Ja. Wow, das ist aber jammer schade, dass man mich da jetzt nicht gesehen hat. Endlich macht keine graue Haare mehr, sondern könnte über ein bisschen orange daher. Ja, gut, in dem Fall. He? Helm an, ja. Gehen wir rein nachher, oder? Gehen wir. Gut. Das Wichtigste, Taschenlampe. Ah, so. Oh, sie tropft. Was heisst das? Viel Wasser in der Höhle. Es hat geregnet, es hat geschneit. Und jetzt fängt es vielleicht an zum Tauen von der Bergdame. Und dann ist eben Frühling die beste Saison. Also das heisst so, ich müsste meine Kamera schützen, oder was? Hab Sorge auf deine Kamera. Ist sie wasserdicht? Nein. Ja, dann schauen wir. Regenschirm. Gehen wir mal. Und du leihst mir den Helm an? Gern. Warte mal, zuerst, du hast Taschenlampe gesagt? Ja. Zuerst sperren wir mal auf. Genau. Ich komme gleich wieder rauf. Und man hört dann gleich, was dich empfängt, gleich als erstes. Akustisch. Wow. Was man ganz selten sieht, unsere Höhlenspinnen. Da tue ich jetzt nicht jeder Besucher darauf aufmerksam machen, ist jetzt nicht jeder Mann auf Du siehst eine Spinne? Hast du sie da damals gesehen? Mein Gott, das habe ich gefunden. Das ist die Höhlenspinne. Da fangst du auch mal an zu erzählen. Da fange ich an zu erzählen. Da sieht man auch, wir haben Bewohner daheim, nämlich 7 Schläfer. Das haben wir vor 2 Wochen weggetan, umgesiedelt, jetzt haben sie es wieder hergetan. Aha. Du, das ist interessant, he? Höhle im Wandel, gell? Das ist es, ja. Und wenn es ein bisschen gewackelt, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist halt so. Wir machen einfach eine Reportage, wir gehen der Andrea nach. Und ja, so könnt ihr dann auch erleben. Und wenn ihr selber ein Bild macht und das selber eben erleben, dann müsst ihr herkommen. Entweder geht ihr auf Kobelwald, lauft dann eine halbe Stunde, geht ihr eine Viertelstunde. 25, 20 Minuten. Gut, okay. Oder fahrt über dann am anderen Ort auf Richtung Tanzplatz, gell? Ja, Mundlinger Schwammstrasse. Mundlinger Schwammstrasse ist eigentlich gut zum Fahren. Ja. Vielleicht mal ein schwierig zum Kreuzen. Man kann aber auch mit dem Velo hochfahren. Und dann könnte man sogar mit dem Velo hinten runterfahren. Dann wärst du ein Klacks, oder? Ja, dann bist du erstens sportlich betätigt, bist schon warm, wenn du bei der Höhle ankommst. Und dann kommst du ein bisschen zum Abkühlen in diese Höhle. Gut. Und liebe Leute, ich habe oben einen Galgen zum Kamerheben. Der Helm haben wir jetzt auf dem Kopfhörer nicht drauf tun. Wenn die Reportage jetzt ein bisschen gewackelt, und dann wäre es dann, wenn ich den Kopf angeschlagen habe. Aber du hast mir gesagt, was hast du denn? Erste-Hilfe-Kasten ist da dabei, da drin? Ja, müssen wir zuerst rausgehen. Ah, also gut. Ja gut, dann gehen wir mal runter, oder? Gehen wir mal. Achtung, ist ein bisschen feucht heute. Genau. Gut aufpassen. Ja, liebe Leute, also, ich bin jetzt gebückt, gell? Also mehr als gebückt geht da nicht. Ist mir also sonnenklar, da schlägt der Kopf natürlich an. Das ist schätzungsweise Höhe, höchstens 1,60 zum Teil, gell? Zum Teil Schulter, ja. Zum Teil Schulter. Mhm. Und da muss man also fast durchreichen, so als Kameramann. Aber ich probiere es jetzt mal, und der Andrea noch. Habt ihr da, das ist ja im Vergleich zu meiner Kindheit, das ganz anders ausgesehen. Da habt ihr viel gemacht, gell? Ja, wir haben das erste Mal, ist es seit 1935 eine Schauhöhle geworden. Da hat man damals das erste Mal ein Eisentor dran und die ersten kleinen Wege rein tun. Und auch damals sehr modern, das erste elektrische Licht hineingelegt. Aha. 1987 war das nicht mehr sehr modern, besonders man hatte auch kein WC gehabt. Da hat man das erste Mal richtig umgebaut, die Plattform, die jetzt draussen gesehen ist, kam. Man hat hier ganz neu gemacht, auch den Weg tiefer gelegt in den ersten zwei Hallen.
damit man auch ein bisschen mehr Luft hat zum Reinlaufen. 2001 und 2 ist dann der zweite Teil der Renovierung gekommen. Und wir möchten nächstes Jahr auch wieder gerade das Hütchen hier umbauen, dass es noch besucherfreundlich ist, dass einfach mehr Platz für alle ist. Du, Andrea, und ober mir rauschen und rauschen und rauschen. Was ist denn das? Wir haben natürlich den Höhlenwächter, der begleitet uns jetzt durch die ganze Tour, durch 128 Meter. Jetzt hat er etwas viel Wasser und er fällt natürlich über einen kleinen Wasserfall runter. Über einen laufen wir so gerne drüber. Das zeige ich dir nachher und dann spritzt es ein bisschen auf. Deshalb ist es auch schön, wenn der Bach ein bisschen voll ist. Hoppla, da muss ich sehr schauen, dass ich hier überhaupt herkommen. Also, wie gesagt, seht ihr, da sind die drin. Da müsst ihr halt wirklich mal selber durch. Dann seht ihr hier die Nische. Es ist wunderschön. Aber ich kann euch eins sagen, nehmt nicht irgendwie so Gerätschaften mit, wie ich jetzt hier dabei habe. Weil es ist dann relativ schwierig. Ich kann mich jetzt nicht aufgewickelt. Ihr seht, jetzt bin ich oben an. Das heisst mit anderen Worten, ja, das ist relativ eng natürlich. 128 Meter hast du gesagt, gell? Wobei wir noch im grösseren Teil der Höhle sind. In der zweiten Hälfte wird es noch etwas enger. Ah, dann machen wir eine Pause und schicken die Leute selber rein zum Laufen. Nicht ganz. Dann hat uns ja den halben Spass verloren gegangen. Nein, okay. Nein, da kommen wir schon mit. Gut, okay. Gut. Gehen wir. Mal, schau dir mal, die läuft geduckt durch. Ich bleibe hinten schön hängen. Also einfach ist das nicht, ich sage es euch. Einfach ist das nicht. Ich gehe jetzt in die Knie. Ich weiß nicht, ob man vorne der Galgen sieht. Hier unten sieht man Wasser. Es ist unglaublich. Unglaublich. Und jetzt könnte ich vielleicht langsam wieder aufsteigen. Bin ich ganz sicher. Wow. Ist das jetzt der Bach, Andrea? Ich kann dich leider nicht verstehen. Ah, sie kann mich nicht mehr verstehen. Ist das jetzt rauf. Ah, okay. Sie kann mich nicht verstehen, aber das kann ja nur der Bach sein. Ja? Ich muss jetzt schauen, dass ich wieder rüberkomme. Ich muss sie gleich noch die Blende einstellen. Mamma mia, aber wunderschön. Wunderschön. Gut. Das habe ich geschafft. Und sie kann mich leider nicht mehr verstehen. Und jetzt geht es hier Steige rauf. Jetzt kann ich das erste Mal wieder gerade aufstehen. Aber der Bach. Wunderschön. Ja, das so sieht es aus, gell? Das sind unten die Steine und daneben hier die Stege. Oben dran steht Andrea und ich gehe ihr jetzt mal die Stege rauf an. Ihr seht hier wunderschöne Relief, oder wie man dem sagen kann. Einfach wunderschöne Formen. Ich probiere mal, das so einzukriegen, zum ganz rauf zu gehen. Ja, also ich glaube, einiges kann man einfangen. Ein anderer Teil, da muss man wirklich selber schauen hier. Das lohnt sich, die 128 Meter. Ganz eindeutig. Andrea, erholsam. Man kann gerade stehen. Ich kann dich leider nicht verstehen. Ja. Gehen wir gerade ein Stückchen hinten. Da hinten ist nämlich der Wasserfall. Da sind wir jetzt in der ersten Halle und man sieht, das ist eigentlich gar kein so ein grosser Raum. Wenn wir erste Halle dazu sagen, heisst das auch, dass es weiterhin ein bisschen enger ist. Das ist es auch und es hat einen speziellen Grund, das kann ich euch dann auch später erzählen. Das Wichtige ist hier unser Höhlenbach. Wir haben ihn ein bisschen aufgestaut, damit man ein schönes Seele hat, weil er ist sowieso jedes Mal bei Regen übergegangen. Da hat man eine kleine Schlüsse gebaut, da können wir ein bisschen das Wasser regulieren. Also wenn jetzt noch ein bisschen mehr regnet, durch so zwei, drei Schlüsselteile raus und das entlastet den Bach und so können wir gleich weiter hinten gehen. Unser Wasser selber hat schon seit 300 Jahren wirklich einen guten Ruf, nämlich als Heilwasser. Die Leute sind hochgekommen, haben ihn gebadet und haben das Wasser getrunken gegen verschiedene Krankheiten. Bis sogar in den 60er Jahren dort unten ein Heilbad, ein Heilbad zugemacht hat. Auch heute sieht man noch, wer Wasser aus dem Höhlenbach trinkt, bleibt gesund und wird sehr alt. Also ich lade euch ein, trinken, es ist sicher nicht schlecht und es ist auch gesund für die Gesundheit. Sie hört mich jetzt nicht, aber ich komme rein. Ich trinke ein bisschen, da kann man sicher 100 Jahre alt werden. Oder ich frage mal den Klotz da unten. Der Kristall wird es das sein, ja, da hat es so Kristall. Ein Teil kriegt man natürlich drauf, es hat überall etwas zu schauen. In dieser Halle drin, die ist sehr, sehr gross, da kann man sicher auch verweilen, man kann aufschauen. Und eben ganz imposant hier, einfach das Wasser, wie das hier runtergeht.
Unglaublich, der Höhlenbach in dieser Höhle drin. So, jetzt probieren wir das zu drüllen. Ich bin sicher, ob es geht. Nein, geht nicht. Leider Gottes, ich muss mich bücken. Ich muss aber. Und jetzt passe ich wieder. So, ja, es geht leider anders nicht. Was mir ganz stark auffällt, es ist jetzt relativ trocken. Es tröpfelt über. Ja, wunderschön. So, und jetzt haben wir uns leicht abgeschätzt, um so ungefähr die Stimmung einzufangen. Ob man so sieht es aus, ohne Lampe. Aber eben, wenn man nicht filmen muss, dann geht das wirklich locker. Ihr seht es. So, was ist denn das für eine spezielle Lampe? Das ist eine normale Höhlenlampe für uns für die Führungen, weil ich habe ja nicht so einen langen Arm. Und das ist mein verlängerter Arm, um zeigen verschiedene Dinge, die weiter hinten sind. Und da kann ich auch einen Kristall beleuchten, weil unsere Höhle hat nur einen Kristall auf. Das ist Kalzit. Aber nicht wenig, weil wir haben das grösste Lager in ganz Europa, obwohl Island auch viel hat. Also nur Kalzit. Und wenn man sich den Stein anschaut, sieht man auch seine Besonderheiten. Er ist wie ein schiefer Würfel, ein Rhomboeder. Auch hier oben sieht man, da sind die kleinen Würfel zusammengewachsen. Wenn man den jetzt zerschlägt, zerfällt er immer in so kleine Würfel. Das gibt ganz einen rauchen Sand. Und das hat man bis zu 1935 abgebaut dahinten und als Zusatz zu Putzmittel verkauft. Deshalb sind die ersten zwei Hallen so gross. Aha, also das heisst, da war nicht immer eine Höhle für die Leute zum Anschauen, sondern da hat man wirklich etwas rausgeholt. Ja? Genau. 1682 ist nämlich die Höhle von einem Jäger entdeckt worden. Und hinter mir könnt ihr den Bach sehen. Damals, als der Jäger 1682 die Höhle entdeckt hat, hätte er nur da durchkriechen können. Und wenn ihr jetzt nach links schaut, ist es komplett leer. War früher voll mit Kristall, das hat man eben abgebaut. Bis 1935. Dann ist auch die Höhle unter Schutz gestellt worden und man darf bis heute nicht mehr abbauen. Da kann man gleich hergehen, da kann man jedes einzelne Detail anschauen, die verschiedenen Kristalle. Übrigens, apropos Siebenschläfer. Siebenschläfer sind draußen. Die kommen nicht rein, denen ist es kalt und feucht. Außerdem haben wir ja nichts zum Fressen hinein. Was hast du da im Sack drin? Was hast du da im Sack drin? Das ist ganz wichtig für den Höhlenführer. Falls einmal das Licht ausgeht, haben wir nicht nur hier Taschenlampen, wir haben auch andere Taschenlampen hinein. Als Notfall. Wir haben Wärmedecken, falls jemand schwindelig wird, weil es mag nicht jeder enge Räume. Und manche einer merkt das erst, wenn er mit drin ist. Jetzt haben wir schätzungsweise etwa so 60, 70 Meter, oder? Nein, noch nicht so ganz. Also nicht so die ganz. Hälfte ist es nicht ganz. Ja. Nicht ganz, ja. Gehen wir weiter, ja? Gehen wir weiter. Engere Teil. Jetzt kommt erst der engere Teil. Jetzt kommt der engere Teil. Engere. Und jetzt lohnt es sich auch am Boden zu schauen, weil jetzt gehen wir durch die Kalzitadern durch. Wir laufen über den Kalzitkristall drüber. Oh oh. Ja. Liebe Leute, ich hoffe, ich kriege das ein. Hier durch zu kräuchen. Also die Steige rauf, da ist ja noch weit, das ist ja kein Problem. Ich bin gespannt. Ich gehe oder Andrea einfach mal nach. Was leuchtest du uns an? Was? Das sind Kalzit. Und das Spezielle daran ist, dass nur er selber leuchtet. Der Kristall geht das Licht durch. Aha. Beim Kalzit bleibt nur der einzelne Kalzit beleuchtet. Man sieht es auch hier. Wo der Kristall aufhört, kann man dann gut sehen. Also auch Kristall braucht Licht? He? Die brauchen Licht, ja. Unser hat beim Entstehen allerdings Wasser gebraucht. Ganz heißes Wasser. So 5 bis 10 Millionen Jahre ist das her, dass da hinten alles voll war mit heißem Wasser, 150 Grad. Der Druck hat sich verändert, es ist ungefähr auf 100 Grad runtergesunken. Und dann sind Kristalle im Wasser drin gewachsen. Ja, jetzt Moment mal schnell, was? Da hat es 100-gradiges Wasser im Fenster drin, oder ja, hat es gehabt. Vor 50 bis 10 Millionen Jahren, müsst ihr euch vorstellen, ist das alles voll mit Vulkanen. Es haben sich Berge verschoben, es hat sich viel aufgefaltet. Und dabei ist unsere Höhle entstanden, weil da ein Riss entstanden ist. Hast du noch nie Angst gehabt, wenn du drin gewesen bist? Dass du so denkst, du hast ein Wasser im Bruch und schwimmen raus? Nein, noch nie, nein. Die Höhle ist eine freundliche Höhle, weißt du. Aha, okay. So, und man hört schon. Was hörst du? Der Wasserfall. Eigentlich ein kleiner. Wir werden jetzt drüber laufen. Ja. Und jetzt hat er schön Wasser und man hört das so richtig. Und dann musst du ein bisschen richtig Geduld mit mir haben, weil ich verstehe dich dann nachher fast nicht mehr, wenn genau. Das ist. Okay. Gehen wir gleich. Ich habe Geduld in Hülle und Fülle, wenn du auf mich warten kannst. Ich warte. Ah, es geht runter.
Aber du kannst auch raufgehen, da hat es keine Zickluft. Du könntest auch einen Spalt, wo man sieht, wie ein Stall in so einem richtig feinen Felsspalt macht. Das aber das hier oben, das ist jetzt ein Sackgass? Ja? Das ist ein Sackgass, da kannst du, wenn du Führung machst, beim Retourweg raufschauen. Auch über die Kristalltreppe, es ist Felsen mit Kristall. Aha. Also wir sind da jetzt mit in der Kristallader drin, richtig umgeben mit Kristall. Und jetzt geht es da das Loch da ab. Jetzt gehen wir runter. Ah so, jetzt. Ja, dann also runter in die Höhle. In die Höhle. Also normalerweise lässt man das nicht laufen, einfach es quackelt und quackelt und quackelt. Aber ich lasse es einfach mal laufen, damit ihr euch da vorstellen könnt, wie das jemand ist. Jetzt schon hier oben an. Bist du oben an, bist du hinten an, bist du vorne an. Der Andrea hat recht, es wird enger und enger und enger. Und es ist unten nass, aber oben ist es sehr, sehr angenehm. Es tropft nicht, es ist auch eine angenehme Temperatur. Man muss schauen, dass man keinen Schritt auf die Seite macht. Oh, oh, jetzt wird es aber ganz, ganz... Jetzt aber, kommt man nur mit Hürden. Da kommt man ja auch ins Militär. Da sind wir etwa mal alle so derge Sachen durchgelaufen. Aber das geht bei euch dann einfacher. Ihr bleibt dann nicht einfach stehen. Links ist das Bächli. Und ich bin tatsächlich durchgekommen. Und der Wasserfall. Ach so, das ist der Wasserfall. Ja? Eng durch. Immer schauen, dass man keinen Schritt neben durch macht. Hier ist jetzt sehr nass natürlich. Das seht ihr, gell? Da laufen wir jetzt über das Wasser durch. Und laufen da rauf. Da spritzt es natürlich ein bisschen. Aber eben, wie gesagt, also, ja, da geht schon. Wunderschön. Und da, da muss ich euch zeigen. Wie ein Brückli da. Ja. Es tropft jetzt überall. Da geht es wieder einen Weg durch. Ich muss jetzt schauen, dass ich da durchkomme. Du musst noch ein bisschen mehr. Genau. Durch. Gut. Andrea hat mir Anweisungen gegeben. Oh. Gut. Und drüll dich mal hoch und los, was da drin ist. Sie sagt, sie soll mich umdrüllen. Nein, ich bin mit dem Gestell. Ich drüll mich. Oh, ja. Jetzt ist so ziemlich alles nass, was nass werden kann. Aber es ist wunderschön. Und wie gesagt, das Filmen drin mit einer grossen Kamera, ja, das ist jetzt nicht gar so einfach. Und ich drülle wieder zur Andrea um. Wir gehen jetzt ein Stückchen weiter. Gut. Ich lasse einfach mal. Oh, jetzt, schauen wir mal da. Da muss man durch. Ein riesiges Gestell. Und da, eins nach dem anderen. Oben schlägt man an. Unten kommt man ins Rutschen. Ja. Entschuldigung, schon wieder angekommen. Sie hat recht gehabt. Es wird enger und enger und enger und enger. Und ich kann mich nur gerade so bücken, fast auf allen Vieren, kriechen. Und bin dann da wieder. Mir fällt auf, Andrea. Du bleibst immer dort stehen, wo man gerade stehen kann. Ja, das ist auch für mich selber, weißt du? Stell dir vor, ich mache stundenweise Führungen. Mein Rücken hätte das nicht mögen. Aha. Ist übrigens ein Tipp, du kannst es leider nicht. Du musst die Kamera haben, aber wenn man so gebückt läuft und man hält die Hände hinten, hast du vielleicht bei mir gesehen. Ja. Das machen die alten Bergleute auch noch. Aha. Und dann hast du einen gesunden Rücken. Du gehst nicht die Kraft aus dem Rücken, sondern aus den Beinen und dann hast du nie einen Rückenweh. Aha, oi, so schaut es aus. He? Ein Physiotipp, genau. In der Höhle. Da haben wir einen riesengroßen Brocken mit da. Kalzit und Kristall. Genau. Weil, wo die Höhle den schon gegeben hat, hat es immer wieder gerumpelt. Es hat Erdbeben gegeben und auch der ist einmal runtergefallen. Ja. Ein paar hundert Kilo. Also verändert sich die Höhle ja jetzt immer noch ein bisschen? Ja, aber wir Menschen, wir leben ja durchschnittlich 80 bis 100 Jahre. Wir mögen das gar nicht so richtig merken. Aha. Aber trink viel Höhlenbachwasser, vielleicht hilft das, dann siehst du was. Mit wie grossen Gruppe kannst du da durch? 15 erwachsene Personen können mit. Wir haben auch normale Führungen am Sonntag und an der Viertag.
Sonst kann man unter der Woche Maxi-Führung buchen. Da sind wir 45 Minuten hin. Und das ist dann mega schön. Man hat richtig Zeit, alles genau zum Anschauen. Das ist aber kein Rundgang. Wir gehen hier wieder retour, oder? Wir gehen wieder retour. Gut. Aber man verspricht, du siehst Sachen, die bei meinen Laufen gar nicht gesehen hast. Da bin ich überzeugt. Gehen wir gerne. Ich habe noch einen Haufen von lauter Bücher gesehen. Und viel. Gehen wir gerade ein Stückchen. Es wird noch ein bisschen enger. Oh, noch enger. Ja, noch enger. Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Schauen wir mal. Oh, oh. Ja, wir probieren es. Aber sonst müssen wir hier halt mal abbrechen und dann noch euch das im privaten Kreis überlegen. Wenn du hier durchkommst. Sie sagt, wenn ich hier durchkomme, dann ziehe ich durch. Ah, Gott. Hoffentlich ist das gut für eine Luca. Aber ich gehe schon. So, jetzt bin ich wieder auf diesen Wasserweg. Oh je. Sie hat gesagt, sie sind enttäuscht. Ich glaube, die wird es noch etwas enger und noch etwas tiefer. Ich kann euch eins sagen. Oh, wunderbar. Das Wasser liebt mich. Die Bäche. Also eins kann ich euch sagen. 128 Meter scheint ja nicht viel, aber 128 sehr, sehr interessante Meter natürlich. So. Kannst du wieder aufrecht stehen? Wieder aufrecht stehen. Wir haben nicht nur einen Stall dahinter, wir sind eine wasserführende Höhle. Und das heisst auch, bei uns gibt es Tropfsteine. Ja. Und eine unserer beliebtesten ist da, die möchte ich euch gerne vorstellen, das ist die Eule. Es ist ein Tropfstein, ein Stalag mit, der von unten aufwächst, indem es drauf tröpfelt. Und wenn man rauf schaut, da oben sieht man ganz kleine an der Decke. Da hängen Tröpfchen dran, oft monatelang. Und wenn die Tröpfchen runterfallen, bleibt ganz ein dünner Film hängen. Unsere Tropfsteine dahinten brauchen 1000 Jahre für 6 cm. Wenn man den Dünen anschaut, schätzen wir, sie ist auf 3 bis 4'000 Jahre alt. Und auch die Kleinen hier oben, sicher 800 Jahre alt. Und dann ist natürlich so ein Menschenleben irgendwie so in Relation dazu. Das ist natürlich für die Ewigkeit fast. Rechts neben der Eule haben wir den Höhlengeist. Und man sieht ihn im Profil von der Seite, wo du jetzt filmst. Wenn man von vorne hat er wieder ein anderes Gesicht. Und auch von hinten, an der anderen Seite, hat er ein eigenes Gesicht. Und laut Sage hat er Sorge auf die Höhle und schaut, dass alles in Ordnung ist dahinten. So, das sind die letzten 5 Meter. Einmal eng nach hier, nochmal in die Knie. Die Kammer ist eben noch breit. Der Hebel hinten hoch. Das machst du gut. Und jetzt durch. Oh. Nochmal in die Knie. Da bin ich nicht im Wasser drin, gell? Nein, nein. Das ist Endstation. Genau, da siehst du ein Störli, wir sagen ein Tor dazu. Ah, das ist der Höhlengeist, das ist nicht eingesperrt. Das sage ich nicht, das ich nicht. Aber die Lampe, die du siehst, ist die letzte Lampe im Gang. Aber da geht es nämlich noch wirklich weiter. Da ist nämlich unser Höhlengang mit Wasser gefüllt. Ein Siphon sieht man. Und wir haben doch vorher schon von der Neoprenanzug gehabt. Oh oh. Und da kommen die Leute mit dem Neoprenanzug hindern. Wir haben eine Tauchgruppe, die Gruppe Wedir, die hinten taucht. Wirklich tolle, fitte, aufgestellte Leute, eine Gruppe Männer und Frauen, die immer wieder hinterher tauchen, als einzige Tauchgruppe. Und also wo hinterher? Hinter dem Gitter, oder? Hinter dem Gitter müssen sie zuerst noch 241 Meter kriechen und dann fängt es an zum Tauchen. Aha. 50 Meter hat man früher vor 30 Jahren gedacht, geht es hinterher und dann geht es nicht mehr weiter. Aber die Technik hat sich entwickelt und unsere Taucher sind gerade noch mal weiter. Im Winter tun sie bei uns tauchen, das heisst, es hat nicht Hochwasser, es gibt kein Sommergewitter, da ist es richtig am sichersten zum Tauchen. Und sie tun jedes Jahr ein paar Meter neu entdecken. Ich könnte dir gar nicht aktuell sagen, wie lange unser Höhlengang wirklich entdeckt schon ist. 240 Meter seit da hinten. Zuerst einmal kriechen und klettern über dem Wasser. Und aha, dann, wenn du zu dieser Tauchgruppe gehörst, unter Wasser. Da bist du wirklich eng drin. Und du musst, ich zeige es dir auch, was das größte Problem ist. Ja. Da sieht man das Wasser. Und stell dir mal vor, jemand geht durch den Gang durch. Wir haben viel Lehm drin, du siehst nichts mehr. Aha. Weder oben noch unten. Und du bist richtig, nicht so wie in der Karibik am Tauchen, sondern eigentlich steckst du in einem Schacht drin. Das haben sie geschildert, gell? Das, ja. Genau. Und dann hast du gefunden, du müsstest das auch nicht haben? Ja, ich habe gar nicht lange überlegt. Aha. Eine Drittelsekunde. Ja, dann gehen wir jetzt retour, gell? Jetzt können wir retour gehen. Wenn du noch einen Blick aufwärts werfen willst, ja, da wunderschöne Kristall, die aufgehen, 5-6 Meter. Ich habe gesagt, liebe Leute, also, oh, oh, es dampft wieder sein. Ja. Meine Wärme. Okay?
das ist liebe Leute, das ist es natürlich einfach so, gell? Also mit dem riesigen Gestell und dieser Kamera ist es schwierig zum Filmen. Da müssen wir wirklich einfach selber rein. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Kann man aber natürlich nur mit der Andrea oder mit einer anderen Führung, oder? Genau. Wir haben auch immer ein Team von 3 Leuten mindestens am Sonntag haben. Wir machen laufend Führungen. Säckli nicht vergessen, wir haben permanent 8,5 Grad hinein. Mhm. Und denken daran, wenn es einmal draußen 38 hat im Sommer. Mhm. Das ist eine tolle Abkühlung bei uns dahin, das verspreche ich. Okay, aber liebe Leute, ich kann Ihnen sagen, also ich bin wahrscheinlich inwendig fast nässer als auswendig. Jetzt. Dir geht es nicht so, hä? Ah, ich bin total gewöhnt. Du hast es gewusst. Ich habe es gewusst, ja. Okay, auf jeden Fall gehen wir hier wieder retour. Magst du vorgehen? Nein, ich lasse dir den Vortritt. Zeige ich dir raus. Immer die Gefahr vorausahnend lasse ich dich vor. Mache ich dir ja, den Weg frei? Liebe Leute, wir gehen jetzt so wieder raus und ich hoffe, ihr findet den Weg hier selber mal in diese Kristallhöhle. Oberhalb von Briet, und Briet fahren wir weg. Ja, die Wegbeschreibung findet ihr, die Internetseite ist eingeblendet. Und ja, dann könnt ihr euch dort eine Führung buchen und dann eben das noch ein bisschen besser erleben, als ich das euch jetzt eben noch zeigen konnte. Und seht ihr, Andrea, sie läuft so, Hände auf den Rücken. Das ist ein Tipp. Wenn ihr reingeht, also Hände auf den Rücken, dann geht es super. Glasklares Wasser, gell? Ja. Andrea, was machst du jetzt da? Jetzt hat es sehr viel Wasser in unserem Höhlenbach. Und wenn es jetzt noch regnet, und der Wetter ist sicher, dann geht es rüber. Und jetzt können wir das ein bisschen entlasten, indem wir da die Schleuse ein bisschen aufmachen. Ich bleibe jetzt mit Vorteil hier stehen, weil nachher wieder natürlich mehr Wasser einfach runterkommen. So, jetzt, Andrea, jetzt umbecken. Dann gehen wir gleich zur letzten. Ja, wenn ihr Andrea zwischendurch nicht gut gehört habt, in ihrer Euphorie vom Erklären, ist das Mikrofon weggerutscht. Das habe ich natürlich nicht gemerkt, es ist noch viel zu dunkel. Der Bach ist auch sehr laut, aber wie gesagt, alles, was ihr nicht gehört habt, könnt ihr euch auch das selber nachholen, wenn ihr eine Führung macht. Das ist übrigens der weitere Teil und der letzte Teil. Das sind jetzt die letzten 50 Meter und dann sind wir wieder draußen. Und dann sind wir wieder draußen, aber ja, eigentlich fast schade. Wir müssen selber herkommen. Kristallhöhle. Oberhalb von Oberrieten, damit ihr es besser findet, von dort weg sehr gut signalisiert.